Tag auch und danke fürs Einschalten zu diesem letzten Aufgebraucht-Video im Jahr 2019 von mir. Ich habe hier meine Tüte und ich würde die Sachen ganz gerne in den Müll schmeißen zum Ende des Jahres und mit einer leeren Tüte ins Jahr 2020 starten. Sagt ihr 2020 oder sagt ihr 2020? Ich bin immer geneigt, 2020 zu sagen. Irgendwie hört sich 2020 in meinem Kopf komisch an. Wundert euch übrigens nicht, meine Hände sind ein bisschen heller als mein Gesicht. Ich glaube, ich habe mich bei der Foundation-Farbe gerade beim Schminken ein bisschen vergriffen. Aber so ist es nun mal heute. Seife. Ich habe Seife leer gemacht. Oh, wie aufregend. Das ist die Isana Milde Seife Meeresluft mit aquatisch frischem Duft ohne Mikroplastik. Gibt es bei Rossmann, kostet irgendwie 50 oder 55 Cent. Ich habe mir dieses Mal nicht diese gekauft, sondern eine andere, die jetzt in meinem Badezimmer steht. Den seht ihr dann ja wahrscheinlich im nächsten Video. Warum blinkt jetzt der Akku denn? Gerade eben war der doch noch halb voll. Ich wechsle den mal eben. So, Akku gewechselt. Weiter geht's. Nach den ganzen Chemos, die ich hatte, habe ich eine Weile diesen acetonfreien Nagellackentferner benutzt. Aber ganz im Ernst, das ist so nervig. Ich verbrauche so viele Wattepads und so viel Nagellackentferner, wenn ich das mache, dass ich mir doch wieder den mit Aceton gekauft habe. Der kostet 45 Cent, gibt es bei DM und es geht alles viel schneller. Das Simple erfrischende Waschgel habe ich bei DM gekauft. Das ist ohne Farbstoffe, ohne Parfum, ohne Alkohol, ohne Parabene, ohne tierische Inhaltsstoffe und ohne Seife. Und das habe ich nachgekauft. Ich benutze das abends zum Abschminken. Ich mache Double Cleanse. Also erst benutze ich ein Öl, dann ein Waschgel. Wenn ihr nicht wisst, warum und so. Oh Gott, jetzt ist mir warm. Dann müsst ihr euch vielleicht mal ein paar Skincare-Kanäle angucken. Ich empfehle da Mixed Make-up oder Hyrum. Verlinke ich mal in der Infobox. Im Grunde kurz gefasst, mit dem Öl brecht ihr quasi schon mal das ganze Make-up irgendwie auf und so und kriegt es halbwegs runter. Aber ihr könnt nicht nur das Öl benutzen, sondern ihr müsst dann halt auch nochmal Waschgel benutzen, um den ganzen Rest irgendwie aus den Poren zu holen, um das Gesicht richtig sauber zu kriegen. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ansonsten, wie gesagt, guckt euch diese Kanäle nochmal an. Das L'Oreal Age Perfect Gesichtswasser habe ich nachgekauft. Das, was ich da jetzt habe, ist auch schon wieder halb leer. Und jetzt haben die aber die Verpackung komplett geändert. Und da steht auch nicht mehr Vitamin C drauf, sondern irgendwas anderes. Und es sieht komplett anders aus und die Inhaltsstoffe sind auch anders. Ach ja, und es kostet Euro mehr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die neuen Inhaltsstoffe das rechtfertigen, diese Preiserhöhung. Dafür kenne ich mich mit sowas einfach überhaupt nicht gut genug aus. Ich weiß auch nicht, ob ich das danach noch weiter kaufen werde. Ich muss erstmal gucken, wie das andere ist. Ansonsten mochte ich das eigentlich immer ganz gerne. Aber ich muss auch sagen, seitdem das jetzt teurer geworden ist und die Inhaltsstoffe ganz anders sind, da habe ich letztens mal so ein bisschen geguckt, was es denn so für Alternativen gibt. Zum Beispiel das Gesichtswasser von Simple wäre für mich vielleicht eine Alternative. Oder das von Balea Med habe ich gesehen. Das ist ja doch nicht aus dem Sortiment genommen. Oder ist es wieder da? Auf jeden Fall auf der Homepage ist es. Also, na, mal gucken. Mal gucken. Oh. Das Pixi Retinol Tonic. Das hier hatte mir eine Bekannte gegeben, die damit nicht klargekommen ist. Dann habe ich es mir in groß gekauft. Nachdem ich aber die von diesem Hyrum diese Videos wirklich gesuchtet habe und habe mir Video angeguckt. Das war komisches Deutsch, ich weiß. Werde ich Pixi nicht mehr kaufen. Denn im Grunde hat er gesagt, dass Pixi einfach nur so eine Hype-Marke ist, so eine Trend-Marke. Aber die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sind, also wenn hier drauf steht Retinol-Tonic, dann ist da zum Beispiel, mal davon abgesehen, dass Retinol in einem Tonic, und das wusste ich auch nicht, dass da gar nicht genug drin ist, um überhaupt eine Wirkung zu haben. Weiß ich jetzt, deswegen kaufe ich es mir nicht mehr nach. Also ich habe, wie gesagt, noch die große Flasche. Aber dann werde ich es mir nicht mehr nachkaufen. Aber im Grunde stehen da ganz oft irgendwelche Sachen drauf, von denen dann nur ganz, ganz wenig da drin ist. Und ja. Mein Haarwachs, das habe ich nachgekauft. Das ist Haarwachs zum Sprühen. Manchmal ist das im Angebot, zum Beispiel beim Hagelshop. Oder halt bei Amazon. Amazon müsste auch unten verlinkt sein eigentlich immer. Und ich finde es super, weil normales Haarwachs funktioniert. Ich hasse normales Haarwachs. Da habt ihr diesen Blob und dann hat man das irgendwie an einer Stelle zu viel und irgendwo nichts. Und irgendwie komme ich damit nicht klar. Und das ist so ein ganz, wie so ein Haarspray. Und dann sprüht man das einfach auf die Haare und dann kann man das richtig schön stylen. Und ich bin jetzt nicht so der Haar
Ich bin immer froh, wenn sie halbwegs gut liegen. Aber ich liebe dieses Haarwachs. Und es war, letztens gab es irgendwie ein Angebot und dann bestelle ich halt immer direkt zwei. Dann hätte ich hier zwei dreckige. Ich werde die nicht für so ein Video extra nochmal sauber machen. Real Techniques Schwämme, Make-up-Schwämme. Das waren die aus dieser LE, die haben auch so ein bisschen Glitzer. Was jetzt nicht so die beste Idee war von Real Techniques, weil das Glitzer hatte man dann auch im Gesicht. Aber ich fand die einfach viel, viel schöner als die Orangenen. Das Problem bei denen ist einfach, dass die unheimlich schnell kaputt gehen. Den habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern erst hier reingeschmissen in meine Tüte. Aber die gehen wirklich unheimlich schnell kaputt, lösen sich auf. Hier sind schon richtig heftige Löcher. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sehen kann, aber der ist komplett... Als hätte da ein Hund drauf rumgekaut. Leider habe ich keinen Hund. Von The Ordinary habe ich aufgebraucht das Matrixöl 10% plus Hyaluron. Das benutze ich immer morgens. Es gibt von mir zwei Videos über meine Tagespflege bzw. Nachtpflege. Also zwei Videos über meine Pflege. Einmal Nacht, einmal Tag. Wo ich euch das zeige, was ich morgens benutze und was ich abends benutze. Und das habe ich definitiv nachbestellt. Wie gesagt, das benutze ich immer morgens. Ich werde von euch unheimlich oft gefragt, meistens auf Instagram, welchen Selbstbräuner ich benutze. Und ich sage immer, hey, ihr müsst meine Aufbruchvideos gucken. Ich meine, da habt ihr was davon und da habe ich was davon. Ich zeige ihn nochmal. Alte Verpackung, neue Verpackung. Den benutze ich immer fürs Gesicht und halt auch den Dekolleté-Bereich und sprühe mir das auch immer so ein bisschen in den Nacken, damit ich hier hinten im Nacken nicht heller bin als vor dem Gesicht. Das ist halt einfach. Ich mache halt abends meine Nachtpflegeroutine. Und dann lasse ich das alles so ein bisschen einziehen und dann sprühe ich das da drüber. Dann lasse ich das auch ein bisschen einziehen oder ich stelle mich da hin und fächere. Und dann gehe ich ins Bett. Ein Wax Melt habe ich auch leer gemacht und zwar von Kringle. Das Wax Melt in Splash. Mochte ich sehr gerne, aber es ist für mich eher so ein Sommerding. Die Vichy Lift Active Supreme Tagescreme in so einer Mini-Größe. Ich hatte mal einen Vichy Adventskalender. Ist aber schon ein bisschen her, deswegen war die halt auch schon ein bisschen älter. Und ich wollte sie schnell aufbrauchen, das habe ich jetzt getan. Die war okay, aber ein bisschen too much, glaube ich. Und auch wenn ich sie immer habe einziehen lassen, also normalerweise vom Eincremen bis Schminken ist bei mir immer so ein bisschen... Hatte ich immer das Gefühl, das ist zu viel. Die Foundation hat nicht so gut darauf gehalten. Das war irgendwie zu reichhaltig. Und das Schätzchen hier hatte ich in Amerika gekauft. Letztes Jahr im Dezember. Hat Pi mal Daumen ein Jahr gehalten. Das ist die Laneige Sleeping Care Eye Sleeping Mask. Hier waren drin 25 ml. Und das Ganze sieht so aus. Ich habe das eigentlich nie so, ich mochte das nicht, das so darauf zu machen. Ich habe das immer auf meinen Ringfinger geschmiert und habe das dann so verteilt und bin dann so unter die Augen gegangen. Dann habe ich es kurz einziehen lassen, dann habe ich immer meine normale Augenpflege drüber gegeben. Schauen wir doch mal, ob sich irgendwas jetzt verändern wird, jetzt wo das Zeug leer ist. Im Moment plane ich nicht, das nachzukaufen. Weil das kostet ja auch irgendwie zwischen 40 und 50 Euro, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht geguckt. Ich weiß nicht mal, ob der Sephora Deutschland dieses Produkt überhaupt verkauft. Aber ich werde erstmal abwarten, ob sich überhaupt was verändert. Ob das unter meinen Augen jetzt irgendwie schlechter wird oder so. Schauen wir mal. Oh, apropos unter Augen. Die habe ich benutzt. Das sind die Instant Regeneration and Cooling Under Eye Patches with Hydrolyzed Pearls von Hollywood Skin. Ich glaube, die waren in meinem Douglas Adventskalender. Die waren okay. Die waren okay. Also im Grunde sage ich bei solchen Dingern ja immer das Gleiche. Also ich sehe nie einen super mega Effekt, aber einfach fürs gute Gefühl. Und ich denke mal, es kommt darauf an, dass man das sowas regelmäßig macht. Ist es vielleicht nicht verkehrt. Jetzt kommen noch ein paar dekorative Produkte. Und zwar die Maybelline Fit Me Matte & Poreless Foundation für normale bis fettige Haut. Habe ich schon ganz, ganz oft nachgekauft. Ist ein absoluter Favorit von mir. Ich finde den Preis gut. Ich finde die Foundation gut. Ich habe die heute nicht drauf. Ich finde den Preis aber gut. Ich finde die Verpackung gut, weil ich bin kein Fan von diesen Glasdingern, wo mit diesen sowas halt. Das ist übrigens das, was ich heute benutze.
Weil hier kriegt man nicht alles raus. Und bei so einer Tube kannst du, da kann man das quetschen, man kann die auch aufschneiden und. Habe ich auf jeden Fall nachgekauft. Ich finde, mein Hautbild sieht damit schön aus. Ich komme mit der Foundation gut klar. Von Rival de Loop Young, die Never Seen Before Mascara. Habe ich nachgekauft. Da nutze ich jeden Tag und ich finde sie ganz, ganz toll und sie ist super günstig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man die öfter nachkaufen muss, aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil erstens kostet die nicht so viel. Und zweitens sollte man seine Mascara ja sowieso relativ häufig wechseln, um Augeninfektionen vorzubeugen. Deswegen habe ich damit kein Problem, wenn ich die statt alle 3 Monate, alle 2 Monate nachkaufen muss. Dann habe ich hier von Catrice den Calligraph Pro Precise Matte Liner Waterproof. Ich glaube, der ist relativ neu im Catrice Sortiment. Und auch den habe ich nachgekauft, weil ich den ganz gut finde. Mit dem könnt ihr super easy euren Eyeliner ziehen. Der ist nicht 100% matt. Manchmal habe ich so in der Mitte so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob das vom Lidschatten kommt, dass der so ein bisschen glänzend aussieht. Aber so im Großen und Ganzen für den Preis ist der absolut in Ordnung. Den Anastasia Beverly Hills Brow Wiz in Taupe habe ich aufgebraucht. Der ist ganz cool. Den mag ich. Was ich nicht mag, ist der Preis. Aber ansonsten mag ich das. Hab's jetzt aktuell, aber nicht nachgekauft. Was ich noch viel geiler finde, ist von Urban Decay der Brow Blade. Da habt ihr, Moment, auf der einen Seite sowas wie einen Filzstift. So ein bisschen. Und damit könnt ihr euch feine Härchen einfach so ein bisschen nachzeichnen. Finde ich richtig cool. Funktioniert ganz toll, meiner Meinung nach. Ich habe leider kein Alternativprodukt hierzu in der Drogerie gefunden bisher. Und dann habt ihr auf der anderen Seite, kann ich euch jetzt, ist nichts mehr drin, aber auch so einen ganz normalen Augenbrauenstift. Wie jetzt zum Beispiel den. Und das finde ich cool. Ich bin einer dieser Menschen, ich brauche dieses komische Spoolie-Ding nicht. Ich mag die Dinger nicht. Ich weiß, ich bin da in der Unterzahl, glaube ich. Ich bevorzuge aber sowas hier. Weil das viel weicher ist und ich damit viel besser klarkomme. Das ist uralt und von Elf. Ich persönlich finde es großartig, dass hier nicht so ein Ding dran ist, sondern die beiden Seiten für mich benutzbar sind. Ich finde es großartig. Ich finde nur, die Farben sind ein bisschen... Da könnten ein paar mehr Farben dazukommen, meiner Meinung nach. Ach so, ja, übrigens habe ich auch nachgekauft. Ich benutze die Farbe Taupe Trap. Und ich lagere den immer so, dass die Filzstiftseite unten ist. Ich finde aber nicht, dass Taupe Trap wirklich taupe ist. Ich hatte das Urban Decay auch schon mal geschrieben auf Insta unter einem Post. Ich habe keine Antwort gekriegt. Ich finde, der ist ein bisschen wärmer als taupe. Und ich glaube aber, dass das so die hellste Farbe ist. Ich hätte mich gerne mal beraten lassen bei uns hier beim Urban Decay Counter und hätte mir das vielleicht mal ein bisschen zeigen lassen. Aber... Da ist nie jemand. So, das war's. Das waren meine aufgebrauchten Produkte der letzten Zeit. Jetzt werde ich die alle in den Müll schmeißen und kann wieder neu anfangen zu sammeln fürs neue Jahr. Und ich hoffe, ihr wollt die aufgebrauchten Videos im neuen Jahr auch sehen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch nur das Beste für 2020. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das sagt. 2020. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.